Hallo, was geht ab? Wir machen wieder was Tolles, das erzähle ich euch jetzt. Wir fahren nämlich nach Wuppertal für das Wochenende. Warum Wuppertal meine neue Lieblingsstadt ist und ich ständig dort sein möchte, fragt ihr euch jetzt. Ich habe da meinen Astro-Weiterbildungsworkshop. Die Weiterbildung geht 9 Monate zur Astrologin und 2-mal muss man dorthin, beziehungsweise 3-mal, weil letztes Mal ist irgendwie ausgefallen und das Hotel war aber nicht mehr zu stornieren, deswegen waren wir trotzdem da. Und jetzt fahren wir wieder nach Wuppertal. Wir sind diesmal in einem anderen Hotel, was ich euch auch zeigen werde. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann am Wochenende ist extrem viel los. Morgen gehen wir essen mit Freunden, die in Wuppertal wohnen. Da nehme ich euch auch mit. Bei dem Astrologen-Workshop weiß ich nicht, ob ich euch zu Hufe mitnehmen kann, wie cool die das finden. Das sind wahrscheinlich so richtig krasse Esoterik-Leute, die da nicht so Bock drauf haben. Ja, und vielleicht lernen wir aber auch ein paar coole neue Leute kennen. Wäre natürlich nice. Genau, am Sonntag sind wir eingeladen bei Fanta auf einer Party. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Party und Konzert ist das. Und am Montag ist Halloween. Da gehen wir dann auch feiern. Und zwar auch in richtig schöner Verkleidung. Am Sonntag verkleiden wir uns auch schon. Ja, und dann am Dienstag ist Feiertag. Und ich schätze, da werden wir einfach nur tot sein und gar nichts machen. Das hat nicht zu. Nur wegen der bestätigten Belegung. So, wir sind angekommen. Ich zeige euch jetzt auch gleich das Zimmer. Nur der Mann hat leider vergessen, die Nummer auf unserer Zimmerkarte zu schreiben, also auf dieses Pappding. Deswegen jetzt nochmal runter müssen und fragen, wohin mit uns. So, das ist einmal das Zimmer. Da ist der Jonas. Das ist das Badezimmer. Finde ich eigentlich ziemlich schick. Ist auch echt richtig, richtig groß. Und dann hat man hier einmal so einen coolen Sitz. Tisch. Finde ich auch richtig nice. Einmal die Aussicht. Und dann einmal das Bett. Ja, da ist immer noch der Jonas, der sich versteckt. Ja, sieht doch. So, wir gehen jetzt nochmal raus in Wuppertal City auf der Ausgehmeile. Es gibt eine Straße in der Stadt, da kann man wirklich gut essen gehen. Da sind alle Restaurants gleichzeitig und scheinbar auch alle Asozialen gleichzeitig. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Und was essen wir? Tja, Pizza. Nein, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Wir werden sehen, was wir essen. Vielleicht auch Tacos oder was Gesundes. Wahrscheinlich nichts Gesundes. Mal gucken. So, Ausgehmeile ist da. Hallo, fokussieren. Ah, dann halt nicht. Ab hier geht's jetzt so los und hier sind die ganzen Bars am Wuppertal. Wir haben was gefunden. Wir sind jetzt im Leo hoch 3. So sieht es aus. Es gibt auch eine riesige Terrasse, aber die ist voll und ich will eh nicht draußen sitzen, wenn mir mal kalt ist, auch wenn es Heizplätze gibt. Ja, das ist, was wir heute machen. Ich glaube, das war es auch für heute. Ich zeige euch gleich noch das Essen und dann ist der Tag auch schon vorbei. Morgen muss ich früh raus zu meiner Fortbildung. Ja, erster Tag in Wuppertal, würde ich mal sagen, war doch ganz nice. So, nach einer Stunde Wartezeit dann auch das Essen.